Ab heute erwartet uns ein neuer Hundefilm in den deutschen Kinos. Und das ist schon immer ein sehr spezielles Genre, weil Filme rund um Hunde wie Marley und ich oder Hachiko, Beethoven und wie sie alle heißen, sind oft Filme, die sind sehr herzzerreißend. Und das ist auch fast das einzige Genre, in dem das Publikum oft gespoilert werden will, ob den Hunden was passiert oder ob es am Ende allen gut geht, weil sie sonst einfach oft auch diesen Kinogang nicht ertragen können. Weil viele Menschen, die mal mit Vierbeinern zusammengelebt haben, die so treu sein können und diese vielleicht verloren haben, in sich eine Erinnerung tragen, bei der sie nicht wollen, dass sie einfach so wieder wachgerufen wird. Mit einem Kinosaal. Kurzum, der Hundefilm ist schon ein Genre, das die Familie zusammenbringen kann und oft sehr, sehr herzerwärmend daherkommt. Ab heute läuft dann Strays in den deutschen Kinos. So heißt es zumindest im Original. Übersetzt wäre das Streuner, aber man hat sich hier den anderen englischen deutschen Titel Doggy Style ausgedacht. Und ich finde, Strays und Doggy Style hat schon ganz unterschiedliche Ansätze, in welche Richtung vielleicht ein Film gehen könnte, beziehungsweise was man als erstes denkt. Und da muss ich schon fast sagen, dass der deutsche Titel, so verwirrend ich es fand, viel näher am Kern ist von dem, was es eigentlich ist. Denn der Ansatz von Doggy Style ist es, eine derbe Komödie zu machen, die zum Beispiel auch eben besagte Hundefilme gerne persifliert. Und der Ansatz ist erst einmal gar nicht so uninteressant. Und worum geht es erst einmal in diesem 93-minütigen Film, der eine 16er-Freigabe hat? Auch der erste Hundefilm, glaube ich, seiner Art mit sprechenden Tieren, der in den USA ein R-Rating bekommen hat. Erzählt wird die Geschichte von Border Terrier Reggie, der von seinem Besitzer ja regelrecht gehasst wird. Er versucht, diesen immer wieder auszusetzen, fährt immer weiter weg von zu Hause, aber Reggie verwechselt das Ganze mit einem herausfordernden Spiel und kehrt immer wieder mit einem Ball im Mund zurück nach Hause, bis er das eines Tages nicht mehr schafft und ganz allein in der Großstadt sich wiederfindet, trifft aber zum Glück auf Buck, einem Streuner, der ihm fortan zeigt, wie das Leben als Streuner funktioniert. Dazu gesellt sich dann noch irgendwann die Australia Shepherd Hündin Maggie, genauso wie die deutsche Dogge Hunter, und dieses ungleiche Quartett wird ein Abenteuer erleben, das sich wie ein Roadmovie anfühlt und im Grunde darum sich drehen soll, dem Besitzer den Penis abzubeißen. Jetzt könnte man aufhorchen und sagen, hat Robert das jetzt wirklich gesagt? Ja, weil die Idee, eine Komödie zu machen, die Hundefilme persifliert, nicht uninteressant. Und auch diese Grundgeschichte, die könnte sehr süß sein und eben auch hervorheben, was man diesen loyalen, liebevollen Tieren, wenn man mit ihnen zusammenlebt, alles abgewinnen kann und wie unglaublich sozial diese sein können. Das sage ich als einer, der Veganer ist, mit einem Hund zusammenlebt, 3 Katzen, seit kurzem auch 4 Kaninchen aus dem Tierheim. Ich liebe Tiere und egal wie groß oder klein, sie haben oft ganz eigene Persönlichkeiten, Verhaltensweisen und so viele schöne Dinge, die man in den Fokus rücken könnte, auch wenn man andere Filme persifliert und das mit so einem herzlichen Ansatz. Stattdessen ist Doggy Style ein Film, der komplett auf Pipi, Kaka und erigierte Genitalien oder Genitalien von Hunden generell sich konzentriert. 93 Minuten, in der bis auf 2, 3 Gags, die ein Ticken intelligenter sind, es komplett darum geht, wie diese Tiere sich anpöbeln, wie sie Rache nehmen wollen, wie sie sich dann doch mögen, wie Freundschaft bedeutet, sich gegenseitig anzuurinieren, wie man aus bestimmten Bereichen wieder rauskommt, indem 15 oder 20 Hunde, und die Kamera das gern 2, 3 Minuten filmt, ihre Häufchen macht und dabei komplett in die Anusse, Ani, was ist die Mehrzahl von Anus? Ich weiß es nicht, der Hunde hineinfilmt und ich mir so denke, okay, Doggy Style, diese Komödie zieht halt wirklich auf die niedersten Triebe ab, aber das sind schon nicht mal mehr Triebe an dieser Stelle, sodass ich mich immer wieder mittendrin fragte, die Geschichte ist extrem vorhersehbar. Eigentlich gibt es da einen lieben Kern, nämlich die Geschichte von einem Hund, der ausgestoßen ist, der Freunde findet und ein neues Zuhause findet, weil er nicht würdig behandelt wurde, aber das rückt so weit in den Hintergrund, dass er so überladen wird mit diesen ganzen flachen Gags, wo dann auch noch irgendwelche Adler irgendwann dann Schimpfworte in den Mund nehmen und im Kern für mich eigentlich nur übrig bleibt, dass es mal eine nicht uninteressante Idee war und die Animation richtig gut aussieht, weil 95% dieses Films wurden mit echten Hunden gedreht, auf denen man dann quasi digitale Mundbewegungen hat und die sehen wirklich gut aus, sodass ich dachte, an den Look könnte ich mich gewöhnen. Vielleicht ist da ein Großteil der 46 Millionen Dollar reingeflossen am Budget, die dieser Film hat, weil an der Idee oder Substanz ist da erst einmal gar nichts drin und ich frage mich auch ehrlicherweise, die Zielgruppe, die sonst solche Hundefilme schaut und die Zielgruppe, die gerne derbe Komödien anguckt, haben die wirklich so eine Schnittmenge, dass der Film funktionieren kann? Ich wage es zu bezweifeln. Fühlt sich an, als hätte man eine Version von Sausage Party mit Hunden gemacht, aber dann ist es eben nicht mehr die Idee von Sausage Party, wo die Verbindung zu den Gebrauchsgegenständen oder Lebensmitteln von Menschen gegeben ist und man deswegen eben nochmal einen persönlicheren Bezug hat. So ist es für mich ein Film, der Tiere irgendwie herabwürdigt auf so eine Ebene,
wo ich denen jederzeit zugestehen würde, dass sie so viel mehr sind und so viel mehr wert sind, als das zu machen in der Gesellschaft, wo wir Tiere sowieso schon unnötig doll andauernd ausbeuten. Und da muss ich dann sagen, ist für mich Doggy-Style eine richtig schwache Nummer. Fühlt sich an wie ein Film von jemandem, namentlich Josh Greenbaum, der diesen Film inszeniert hat, der vorher eher Kurzfilme oder TV-Serien gemacht hat, der Hunde nicht mag und vom Komödien-Inszenieren nicht wirklich viel Ahnung hat. Dabei hat er eigentlich die Welpenversion von Reggie während des Filmdrehens dann adoptiert. Und deswegen kann das eigentlich so gar nicht gegeben sein. Dazu haben sie in der Pressevorführung noch die deutsche Version gezeigt. Und ich finde, dass sowohl ein Fresh Torge als auch ein Echo Fresh nicht an die Stimmen von einem Will Ferrell oder Jamie Foxx ganz sicherlich in der Originalversion herankommen. Und so habe ich am Ende so einen Film, wo ich denke, eigentlich ein Roadmovie-Ansatz über die Ungleichheit und trotzdem dem Zusammenhang von in dem Fall Hunden, die erzählenswert gewesen wäre. Aber da diese Freundschaft bleibt nicht mehr als Behauptung, weil es so viel denn die ganze Zeit um sexuell aufgeladene Energie geht und so viel um Rache nehmen und so viel um wirklich alles, wo man durch Körperöffnungen Dinge herausbekommen kann und sich fragen, wie das andere Tiere, wie Vögel beispielsweise machen, wo ich mich dann wirklich frage, warum winkt man das über 90 Minuten durch? Also ich finde Doggy Style wirklich, wirklich unterirdisch und er kriegt von mir noch, weil er 2, 3 Stellen hat, die ein bisschen clever sind, vor allem Richtung Knock-Knock-Joke, noch 3,5. Und das würde ich sagen, ist aus meiner Sicht noch gnädig von 10 möglichen Punkten als Komödie. Und ich weiß, bei Humor lässt sich immer streiten oder eben nicht, weil er so unterschiedlich ist. Es gibt bestimmt auch genug Menschen, die sagen, die finden das ganz fantastisch. Aber ich finde es dann halt, und das kippt eben auch so schnell, so unter jeglicher Messlatte, dass es mir einfach richtig anstrengend war. In einem übrigens mucksmäuschenstill im Kinosaal, den gesamten Film bei einer Pressevorführung, bis auf eine Person, die ziemlich dolle Spaß an dem Film hatte. Und ich mich mehr für die Person gefreut habe, dass sie so Spaß hatte bei dem Film, als ich selbst diesen Film anzuschauen. Und ich finde, das sagt eine Menge aus, 2,5 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Und ey, ich mag, wenn Tiere in Filmen gut umgesetzt sind, aber das hier ist, ja, das eben. So, da bin ich am Ende meiner Review zu Doggy Style. Ich zerreiß Filme wirklich nicht gerne und ich merke immer wieder, wenn sich meine Energie so auflädt und ich denke, dass mir das nicht gut tut, aber ich viel lieber darüber geredet hätte, wie toll dieser Film ist. Ist er aber nicht. Zumindest für mich. Und das muss man auch ausarbeiten. Für mich. Das heißt nicht, dass er nicht für euch toll sein kann. Aber verstehen muss ich es auch nur bedingt. So, dann bin ich am Ende meiner Review zu Doggy Style. Ab heute in den deutschen Kinos. Wenn ihr ihn gesehen habt, schreibt mir in die Kommentare, wie es war. Interessiert mich. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Reinschalten und wünsche euch wie immer ganz viel Spaß im Kino.